Moin Moin Kratujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video hier bei World of Warships. Mit dabei den Neralöchen. Moin Moin. Wir gucken uns heute mal die neuen Skillungen an für unsere Flugzeugträger. Ihr wisst es, der Krado liebt Flugzeugträger, ist meine Main-Klasse, ich spiele nichts anderes. Der Nere ist ja dieser Schlachtschiff, nee, genau andersrum. Nere spielt super gern Flugzeugträger, so rum, Entschuldigung. Und der Krado spielt Schlachtschiffe. Und jetzt haben wir wunderbar den Kontrast zwischen, er jagt gerne alles und ich versuche irgendwie wegzukommen von den Flugzeugträgern. Daher können wir jetzt hier eine super Skillung für euch zusammenbasteln, die irgendwie dann hoffentlich euch weiterhilft. Natürlich auch wieder hier mit dem neuen Kapitänssystem sind viele Skills dazugekommen, die es sich eigentlich lohnt zu skillen. Aber man hat nicht genug Punkte. Das heißt, ihr müsst selber wieder ein bisschen abwägen. Nehme ich das mit, nehme ich das mit? Mein Spielstil, arbeite ich überhaupt mit Torpedos, arbeite ich nicht mit Torpedos und so weiter. Das müsst ihr ein bisschen jetzt hier noch im Hinterkopf behalten. Wir geben euch eine grobe Skillung vor, was gut funktioniert, sag ich mal. Die stärksten Skills picken wir so gesehen mal raus. Aber nicht auf jedem CV sind die dann wirklich sinnvoll. Daher bitte selber noch ein bisschen mitdenken. Nere, die Flugzeugträger, sind die gut weggekommen jetzt hier mit dem Kapitänskill 2.0 Update? Ich hätte gedacht, ja. Also es gibt ein großes Manko, wo ich sagen muss, das ist ein Nerf. Ja. Ein bestimmter Skill. Aber sonst an sich, wir haben deutlich mehr CV-Skills als früher. Das und wir haben sofort, auch ja. ein bisschen was zum Ausprobieren, zum Testen. Und weil manche Skills, die komplett neu sind. Daher müssen wir uns mal reinklamüdern. Also kein Gejammer, kein Mimimi. Bisher Daumen hoch. Ich sag mal so, die Skills sind zumindest anders als bei den anderen Klassen. Gibt es hier kein aktivierbare Fähigkeiten, wenn 10 Gegner in deiner Reichweite sind, machst du 30% mehr Schaden oder sowas. Also sowas haben das wir ja hier gar nicht. Und das so hätte ich mir eigentlich die Skillung für alle Sachen vorgestellt. Die ganzen aktivierbaren Effekte, so nett die auch sind, aber das verkompliziert das alles so ein bisschen. Naja. So wie ich sagen, bei DCVs ist das schön klar, schön eindeutig. Das ist gut. Dann sagen wir uns von meiner allerersten Reihe. Der Nere hat sich schon intensiv mit den Skills hier auseinandergesetzt. Der Krado ist eigentlich bloß da, um euch zuzulabern. Wir gucken uns die erste Reihe mal an. Da haben wir ja schon 6 Skills jetzt hier tatsächlich zur Auswahl. Und wir sehen hier schon 2 empfohlene. Verbesserter Motorboost, dass die Staffeln insgesamt schneller sind. Nee, Wirkungsdauer der Staffelmotorboost plus 5%. Und alternativ haben wir hier empfohlen noch Luftherrschaft. Flugzeugwartung minus 5%. Genau, das heißt, also Luftherrschaft würde ich direkt mitnehmen. Weil Flugzeugwartungszeit, desto mehr Flieger könnt ihr verlieren, desto schneller werden die wieder hergestellt. Sind zwar jetzt nur 5%, aber besser als gar nichts. Die ersten 3 Skills haben alle mit dem Motor irgendwie zu tun. Also der letzte Atemzug kennen wir auch noch. Wenn ihr nur noch einen Angriffstrupp habt, bekommt ihr den Motorboost automatisch wieder voll aufgefüllt. Der zweite Skill, eben der Motorboost, ist 5% länger aktiv. Und die Ladezeit beim dritten Skill von der Motorkühlung, von der Fähigkeit, wird um 20% reduziert. Ja, ich meine, bricht mir jetzt alles 3 nicht so an, muss ja. Luftherrschaft ist da doch deutlich stärker. Ich habe mit letztem Atemzug ein bisschen umprobiert. Es hat auch relativ gut funktioniert mit dem 19er Kapitän. Jetzt mit den neuen Skillungen hier, mit den mehr Punkten, habe ich ehrlich gesagt keine Punkte mehr übrig, um das noch mitzunehmen. Oh, okay. Das Zentrale für Jäger betrifft nur den Flugzeugträger. Also Anzahl der Flugzeuge, die dann gestartet werden, die beim Jäger in der Jägerspatrouille mit drin sind, plus 1. Also theoretisch einen weiteren Flugzeugabschuss beim Gegner ist mir ehrlich gesagt kein Punkt wert. Nee. Wenn das auch die normalen Jäger betreffen würde, die Flugzeuge rufen können, würde ich sagen, könnte man drüber nachdenken. Aber da das nur den Flugzeugträger betrifft, ist das für mich eher nichts. Und dann zum Schluss suchen und zerstören. Patrouillenradius plus 10% von der Jägerpatrouille und dem Abfangjäger. Das finde ich ziemlich cool. Habe ich ehrlich gesagt auch mitgenommen. Denn je höher der Radius, desto mehr schützen wir mit unserem Jäger. Desto weiter muss der feindliche CV abdrehen. Und eben desto mehr Zeit gewinnen wir im Optimalfall. Daher eins von den beiden, also entweder Luftherrschaft oder die Suchen und Zerstören, würde ich mitnehmen. Die Jägerpatrouille, ich muss mal ganz kurz zwischengerätschen, ist ja das, was wir, wenn wir in der Staffel gerade umherfliegen und T drücken, das sind die hinkommen, ne? Genau.
Ah, okay. Das heißt, wir haben auch die Spot mit der Jägerpatrouille, kann man ganz wunderbar immer diesen Kreis legen, die seht ihr mal auf der Karte. Und dieser Kreis, alles was da drin ist, wird auch aufgespottet. Gerade für Zerstörer extrem eklig. Da müsst ihr jetzt vorstellen, 10% einfach mehr. Das ist schon ganz schön heiß für einen Punkt, muss ich sagen. Was ich noch nicht getestet habe, ist, ob dieser Radius auch bedeutet, dass die Jäger in größere Kreise fliegen, was dann heißt, dass sie schneller in die Flakreichweite von den anderen Schiffen kommen. Das müsste man noch testen. Wäre ja eigentlich merkwürdig, wenn nicht, ne? Und das wäre dann wieder ein kleiner Nachteil. Oh, muss man ja wirklich hier mitdenken, das ist ja Wahnsinn. In der zweiten Reihe, da gehen, die kennen wir ja, ne, umso tiefer wir kommen, umso besser die Skills. In der zweiten Reihe wird uns tatsächlich nur einer empfohlen. Verbesserte Motoren, Staffelgeschwindigkeit plus 2,5%. Alle Flieger insgesamt ein bisschen schneller. Nere, würdest du diesen Skill jetzt hier auch für 2 Punkte empfehlen? Ich habe auch hier, kann erstmal nehmen, welchen Skill ich genommen habe. Patrouillenanführer, ganz rechts, Anzahl der Ladungen für Jäger und Abfangjäger plus 1. Sprich, wir können einen weiteren Jäger, ich nenne die eigentlich immer Spotter, einen weiteren Spotter rufen und das mit jeder Staffel. Also theoretisch 3 weitere Spotter sind im Paket mit drin und finde ich sehr, sehr praktisch. Einfach, wenn man sich selber nicht in Gefahr bringen möchte, drückt man einfach die Taste und fliegt woanders hin. Also man aktiviert die, die kommen bei A runter, decken A weiterhin auf für eine Minute und man selber fliegt zu C und guckt da weiter, ob da irgendwo Gegner sind. Also deswegen ein kostenloser weiterer Spotter nehme ich gerne mit. Die Motoren habe ich auch mitgenommen. Echt? Ist zwar nur 2,5%, aber die alternativen Torpedogeschwindigkeit ist natürlich auch, ja, muss man auch hier, je nachdem, wie man es möchte. Also manche Leute können mit den, oder anders gesagt, manche Leute können ohne die schnellen Torpedos überhaupt nicht arbeiten. Hm. Und für manche Leute ist das überhaupt kein Problem. Die wundert sich, warum man da 2 Punkte verschwendet. Also das ist auch spielerabhängig. Torpedo-Bomber, Torpedo-Scharfschaltungsdistanz, das ist noch was Neues und interessant. -10%. Warte mal, ganz kurz, die flinke Aale, ich habe bloß mal nebenbei hier bei der Enterprise jetzt rumgeklickt. Wenn ihr diese 2 Punkte ausgibt, sind das Ganze 2 Knoten mehr. Das sind die nämlich bloß wirklich 5% und nicht 5 Knoten. Und also ich glaube, 2 Knoten Geschwindigkeit, das wäre schwachsinnig zu skillen. Und da, wenn du gerade schon bei der Enterprise bist, mit dem Skill links daneben, Torpedo-Scharfschaltungsdistanz -10%, kommen wir auf 634 statt 700 Meter. Sprich, ihr könnt die Torpedos noch näher abwerfen und sie machen Schaden. Das klingt und deswegen, schon geiler. Das ist gar nicht so. Also gerade wenn man hier mit den Torpedos arbeitet, je näher ihr die abwerfen könnt, desto weniger Chancen hat der Gegner irgendwie noch auszuweichen. Das finde ich persönlich ansprechender als die Geschwindigkeit. Also 2 Knoten, wenn das 5 Knoten, okay, da könnte man jetzt noch überlegen, aber 2 Knoten. Das ist halt, musst du auch abwägen, der Skill ganz links gilt nur für die Torpedos, der Skill für die Motoren gilt für alle Flugzeuge, für alle Staffeln, absolut, die du richtig, hast. Ja. Also auch hier. Deswegen für die ganze auch Runde von Anfang an bis Ende hast du diese 2,5%. Genau. Das ist schon, wenn man es hochrechnet, dann doch eine ganze Menge. Und wenn mich nicht alles täuscht, gilt der auch für Staffeln, die zurückfliegen. Oh. Da müsste ich aber nochmal genauer nachgucken oder eben testen. Lies doch die Details einfach von den Skills. Das steht leider nicht da. Also wer gerne mit Torpedos arbeitet, kann sich überlegen, Torpedobomber dann mitzunehmen. Flinke Aale, ja, muss jeder selber wissen. Aber 2 Punkte dafür für 2 Knoten. Also hier bei der Enterprise gerade. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen CVs ist. Müsst ihr denn abwägen, ne? Wir bleiben jetzt mal bei dem, was du gesagt hast. Verbesserte Motoren und Patrouillenanführer haben wir jetzt geskillt. Genau. Und noch zu den anderen beiden Skills. Einer ist noch ein Sekundärskill. Also die Experte für Sekundärbewaffnung, Ladezeit, Flugabwehrschaden und Explosionsschaden der Flugabwehrgranaten geht alles hoch. Also Ladezeit der Sekundärbatterie geht natürlich runter, geht nicht hoch. Und für mich deswegen relativ uninteressant. Und der Reparaturspezialist, eine weitere Reparatur und die Wirkungsdauer ist erhöht. Hierbei ist das Problem, nicht alle Flugzeugstaffeln haben diese Heilung. Stimmt. Und das haben in vielen Fällen nur eine Staffel von den dreien. Und daher hätte jede Staffel irgendwie die Heilung, würde ich den Skill auch deutlich stärker sehen. Aber dadurch, dass das immer nur eine Staffel betrifft, vielleicht mal zwei, wenn man irgendwie Glück hat, ist das auch eher nichts für mich. Okay. Diesmal so als Laie hätte ich jetzt gesagt, boah, geil, mehr reparieren, das ist ja super geil. Aber da muss man wirklich echt erstmal drüber nachdenken.
Damit haben wir die Zweierreihe soweit durch. Wir haben jetzt zwei verteilte Skills hier. Unsere Skillung selber setzt voraus, dass ihr, also wir zeigen jetzt eine Skillung mit 21 Punkten. Ihr selber könnt dann aber abwägen. Skill ich erst das, je nachdem, was euch jetzt in der Runde lieber ist. Ihr müsstet, wenn wir jetzt bis unten durchkommen, das sind ja ganz normal 10 Punkte, die wir dann verteilt haben. Und dann müsst ihr dann abwägen, welchen Skill in welcher Reihe ihr als erstes oder halt als letztes da mitnehmen wollt. So, die dritte Reihe, Niri. Jetzt kommt der ganze heiße Scheiß, habe ich gehört. Jetzt kommt der, ja, lustigerweise ist die dritte Reihe da, wo ich am wenigsten Punkte verteilt habe in den ganzen Reihen. Wie gesagt, der ganz heiße Scheiß. Wir haben erstmal im zweiten und im dritten Skill Schadensoptimierung, Schadensverbesserung. Wir haben einmal mehr AP-Raketenschaden, mehr AP-Bombenschaden, 3% mehr. Und wir haben einmal die Brandwahrscheinlichkeit von Sprengraketen um 1% erhöht und von Sprengbomben um 5% erhöht. Ja, bin ich ehrlich gesagt kein Freund von diesen Skills, weil es ist... Beides nicht so. Na gut, dass man den Sprengmeister, sag mal, wenn du Sprengbomben und Sprengraketen hast, dann okay. Hast du irgendwo mit der AP, das ist auch gleich wieder hinfällig. AP-Raketen, AP-Bomben. Ich sag gleich vorneweg, ich bin lieber so ein Freund von defensiven Skills. Von Skills, wo ich wirklich über die Dauer her immer weiter auch Flugzeuge habe, Flugzeuge einsetzen kann, etc. Und da sind diese offensiven Skills eben nur 1% mehr oder 3% mehr. Das ist alles nichts für mich. Müsst daher, unbedingt ich mein, ja? Bei mir werden die gerade bei auf der, ich habe die Akurio gerade ausgewählt, bei mir wird zum Beispiel panzerbrechende Munition wird das empfohlen, aber ich würde es jetzt weglassen. Ich würde es nicht. Bei der Enterprise sogar gerade der Fall, ich habe die AP-Bomben und ich habe HE-Raketen. Hier wäre es jetzt tatsächlich so, würde ich eins davon skillen, habe ich jeweils muss immer einen Bonus. Das andere gilt denn halt einfach nicht. Also bei der Enterprise als also müsst ihr mal gucken, was habt ihr eigentlich? HE-Bomben, HE-Raketen, Unterwassertor, nee, die gibt es ja nichts. Bei den Deutschen mit AP-Raketen, AP-Bomben ist das wieder eine ganz andere Sache. Da kann man sagen, okay, da geht beides hoch. Ja, da würde der Allgemeinschaden um 3% steigen. Wird jetzt nicht nach viel an, ich sag mal, wenn du 100k Damage gemacht hast, die Runde, alles mit AP bloß, ist schon nicht schlecht, den 3% oben drauf zu haben. Na ja, ist ganz schön heftig für 3 Punkte, muss ich sagen. Also ganz schön teuer. Visierstabilisierung links daneben hatte ich früher geskillt, habe mir dann aber mal auf Reddit angeguckt. Da hatte jemand ausgerechnet, wie viel Zeit man da wohl gewinnt. Und das war so gut wie gar nichts. Also das war wirklich völlig zu vernachlässigen. Das war mir auch nicht klar. Und nachdem ich das gesehen hatte, dachte ich mir dann, ja, das ist dann vielleicht nicht meine 3 oder ich glaube, früher waren das sogar 4 Punkte wert. Also habe ich weggelassen, auch wenn bei mir auch... Für CV-Line, das ist jetzt, dass der Kreis so klein wie möglich wird. Das ist einfach dann 7,5% schneller geht. Genau. Ah, okay. Also wenn ihr einen anfliegt mit Linksklick einmal, dann seht ihr den Kreis immer, der kleiner wird. Oder die Ei oder was auch immer ihr da denn habt. Und das ist dann einfach 7,5% schneller. So, jetzt kommen wir zu den für mich lustigeren Skills. Ja. Flugzeugpanzerung, die defensiven Skills, -10% kontinuierlicher Flugabwehrschaden. Kontinuierlicher Flugabwehrschaden kannst du dir bei der Enterprise mal angucken, wo bei deiner Flak der große Schaden kommt. Bei der Akurio wären das, oder mache ich gerade, 547, 10% weniger, also so um die 50, etwas mehr als 50 weniger kontinuierlichen Schaden würde ich dann von einer feindlichen Akurio kassieren, wenn der natürlich nichts geskillt hat. Ja, das ist für mich zu wenig. Denn jein, bei dem einen ja, aber jetzt stell dir mal vor, da sind 3-4 Schiffe. Von allen 3-4 Schiffen einfach 10% weniger Schaden? Ja, aber der große Schaden kommt durch die Granatenexplosion. Achso. Also bei der Akurio mache ich 1600 pro Granatenexplosion. Ja, 1,5 bei der Enterprise schon, ja. Dreimal so viel wie bei dem kontinuierlichen. Und ich sag mal so, kontinuierlichen lohnt sich, wenn ich wirklich dauerhaft von denen beschossen werde. Wenn ich weiß, ich habe keine Möglichkeit irgendwie auszuweichen, keine Möglichkeit in so eine Ruhezone zu kommen, wo mich mal keine Flak beschießt, dann okay. Aber wenn ich ein einzelnes Ziel angreife, dann kannst du das auch, oder würde ich sagen, kann man das auch eher in den Hintergrund stellen, diesen kontinuierlichen Schaden. Experte Überlebensfähigkeit habe ich mitgenommen. Mehr Trefferpunkte für Flugzeuge. Jawohl, 250 mehr. Wie viel haben wir denn so? 1505 war ich jetzt mit dem Schlachtflugzeug. Jetzt habe ich 1720. Das hört sich ja schon besser an. 250 mehr Leben. Das ist in etwa ein Sechstel bis ein Fünftel mehr. Okay. Also von der Erhöhung, diese 250. Für 3 Punkte kann man nicht meckern, ne? Zumindest jetzt auf der Akurio. Also, ne, ich habe immer die Akurio ausgewählt. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Skill.
Was auch zum Testen: Abfangjäger. Eure Jägerpatrouille wird durch Abfangjäger ersetzt. Der Patrouillenradius wird nochmal um 10% erhöht. Eure Abfangjäger sind unverwundbar durch feindliche Jäger, greifen aber diese feindlichen Jäger auch nicht an. Und jetzt kommt das riesige Manko: klärt keine Gegner auf. Also keine Schiffe auf. Das heißt, diese ganze Spotter-Taktik, die ich euch oben beschrieben habe oder vorhin beschrieben habe, würde überhaupt nicht mehr funktionieren. Und ja, das auch, ist... Auch wieder mal ganz kurz reingekritscht für alle CV-Line da draußen. Das ist wieder dieser T-Skill, sprich, dass dieser Kreis gesetzt wird. Die Abfangjäger, die Jägerpatrouille, die startet von eurem CV, die fliegt dahin und beschützt dann diesen Kreis und spottet eigentlich auf. Mach das mal nicht zu kompliziert. Die kommen einfach aus der Luft. Die starten nicht oder sonst wie nicht. Ach echt? Die spawnen einfach aus dem Nichts? Die erscheinen einfach da nach einer kurzen Zeit. Bullshit. So. Und wie gesagt, greift keine gegnerischen Jäger an, das ist noch okay. Unverwundbar durch gegnerische Jäger ist cool, aber wie gesagt, das Spotten ist ein großer Vorteil, den ihr mit eurem CV, mit euren Jägern habt, und der fällt halt vollkommen weg. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Ich meine, mit dem Skill oben wären das ja sogar schon 20%. Der Kreis wäre ja riesig, aber was bringt mir das, wenn ich damit keinen aufspotte? Du, was bringt dir das, kann ich dir sagen. Die D fährt in den Cap, du aktivierst den Skill, du spottest zwar nichts, aber die feindlichen Flieger, die da reinkommen, können deine Jäger nicht angreifen mit ihren Jägern, weil so funktioniert das nicht. Deine sind immun und verlieren ihre Flugzeuge. Verlieren 6, 7, 8 Flugzeuge und ja, haben dann halt schon ordentlich kassiert in der Hinsicht. Wenn er da reinfliegt. Wenn er da reinfliegt, ja. Aber wenn du den Cap komplett blockierst, ist halt die Frage, weil diese 10% klingt jetzt nicht viel, macht aber doch ein bisschen was aus. Also ich komme mit beiden Skills kam ich so auf 4,2, 4,3 Kilometer Patrouillenradius. Das hat schon was. Aber wie gesagt, das große Manko ist hier, ihr könnt die nicht mehr als Spotter nutzen. Ja. Und gerade im Late Game, wenn nur noch 4, 5 Schiffe übrig sind, lasst da einen DD, lasst da 2 DDs übrig sein, ja, dann bringen euch diese Abfangjäger eben nicht mehr so viel. Die sind halt nur gut, wenn der feindliche CV auch noch Flieger hat und auch noch lebt. Lasst ihn mal am Anfang sterben, dann sind eure Abfangjäger für den Rest des Spiels nutzlos. Und das muss man halt in Kauf nehmen. Hier muss man sich überlegen, ob man das nutzen möchte. Sehr spezieller Skill. Also auch hier wieder abwägen, was wollt ihr da machen. Der Skill oben ohne Malus mit 10% und hier halt unverwundbar. Und dann plus 10%, aber halt mit dicken, fetten Malus. Sehr interessant. Aber du hast in der Reihe wahrscheinlich nur Experte der Überlebensfähigkeit geskillt, ne? Genau, ich habe das geskillt. Und jetzt haben wir ja noch 11, 12, 13 Punkte übrig. Und jetzt kommt der richtig heiße Scheiß, ne? Jetzt kommt erstmal Nahkampfexperte. Feuerreichweite der Sekundärbatterie um 20% erhöht und die Streuung der Sekundärgranaten um minus 30% reduziert. Warte, wo bist du gerade? Wo? In der vierten Reihe dritter Skill. Ich glaube, der ist bei mir sogar ausgestrichen. Cool. Bei mir ist der nicht ausgestrichen. Ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Wenn ihr Sekundärbatterie irgendwie nutzen wollt, ist das natürlich. Kraftzeppelin! Ja, ist das relativ selbsterklärend. Aber wir gehen mal weiter auf die CV-Skills ein. Ja, besser ist. Der erste Skill: Bomberflugsteuerung. Reisegeschwindigkeit der Bomber. Eben auch wieder hier nur der Bomber. Daher. 5% ist cool, aber es ist mir zu wenig. Die Fallgeschwindigkeit müsste der höher. Dafür, dass das nur cool. die Bomber sind, reichen mir 5. Dann müsste das schon 10% sein. Da müsste schon ein ordentlicher Bonus sein, dass das einen von 3 Staffeln nur betrifft. Für ein Vierer-Skill muss man halt bedenken. Es ist ein Vierer-Skill. Das rechnet sich ja gar nicht. Also ich sehe sie kriegen. Wenn man bedenkt, wir kriegen oben für ein Zweier-Skill 2,5% für alle Staffeln. Naja. Wenn ich das jetzt skill, haben die, warte mal, ich hatte eh schon ein bisschen Plus, da haben die 7 Knoten jetzt oben noch auf. Wow. Das ist ja echt nicht dolle. Viel interessanter. Ja. Annäherungszünder, Torpedoschutznegierung plus 10%. Das gilt ihr nicht, wenn ihr gegen mich fahrt. Nee, das gilt ihr. Es gilt ihr bitte nur gegen. Alle nicht anderen. Nicht Krados. Gegen Krops. Gegen Krops. Das ist übel für mich als Schlachtschiff Kevin. Bedeutet das, ich fahre mit irgendeinem Schiff rum, habe so meine 30% Torpedoschutz und dieser Skill sorgt dafür, dass aus diesen 30% einfach 20% werden. Und das ist eklig. Das ist richtig eklig. Autsch. Wobei, kann man das so pauschal sagen oder sind das denn bloß 10% davon, also 3%? Wie würdest du das jetzt... Ich hätte jetzt schon gesagt, für 4 Punkte hätte ich gesagt, das ist aber hoffentlich 10% weniger Torpedoschutz.
Alles andere wäre schwachsinnig, ne? Torpedoschutznegierung plus 10%. Aber, wie du schon gesagt hast, es gibt im Spiel keinen Wert, der dir anzeigt, wie hoch deine Torpedoschutznegierung ist. Aber unter Details. Nee, unter Torpedobomber finde ich nur die Scharfschaltungsdistanz ganz unten und die Reichweite der Torpedos und den Schaden und den Typ. Das werde ich bei Wargaming nie verstehen. Schmeißen mit Skills um sich, aber haben die ganze Erläuterung dazu nirgends stehen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ich gehe davon aus, dass die Torpedoschutznegierung automatisch auf Null ist. Sprich, wir haben keine, kriegen dann 10% mehr. Sprich, wenn du 16% hast und von mir angegriffen wirst und ich habe diesen Skill drin, hast du nur noch 6%. Das hört sich geil. Alles andere wäre schwachsinnig. Das andere 3%, das wäre, also wenn das jetzt von 30 auf, also 3% runter geht auf 27%, das macht ja damage-technisch überhaupt nichts aus. Das wäre ja lächerlich. Aber das hier, das merkt man ja dann wenigstens. Klingt cool. Würde ich mitnehmen. Würdest du es auch mitnehmen? Nee. Oha, denn das ist auch natürlich hier scheiße. Ist mein großes Problem. Ja. Dieser Skill betrifft nur eine von drei Staffeln. Und ich muss dir ehrlich sagen, so schön das auch ist, aber wenn ich Pech habe oder wenn ich sag mal, ich spiele richtig scheiße und verliere beide meine Torpedo oder meine drei Torpedostaffeln innerhalb von 4 Minuten. Dann habe ich 4 Minuten lang hatte ich Spaß, habe vielleicht auch was getroffen, mit ganz viel Glück, weil du musst ja auch was treffen, damit das, und du musst was treffen eben, was Torpedoschutz hat. Und danach habe ich nur noch die AP-Bomben und die HE-Raketen. Das heißt, meine 4 Punkte sind in der Hinsicht auch dann ab jetzt verschwendet. Ja, okay. Eben nicht mehr aktiv. Also denn auch wieder so ein Skill, wer aktiv gerne mit den Torpedobombern arbeitet, könnte sich überlegen, genau, das denn mitzunehmen. Genau, definitiv. Und für alle anderen, gucken wir uns jetzt hier das nächste an, wa? Genau, denn ich finde was ziemlich Cooles, Verringerung des Explosionsschadens von Flugabwehrgranaten minus 25%. Also die hatten wir jetzt schon gesagt, ne, Schaden durch Granatenexplosionen ist riesig hoch. Das sind die schwarzen Felder. Also wenn ihr den schwarzen Feldern überhaupt nicht ausweichen könnt, diesen Explosionen, dann ist das genau der Skill für euch. Das wird ordentlich reduziert, aber bedenkt bitte, die machen immer noch einen Hammerschaden. Also seid weiterhin vorsichtig. Aber können über Tod und Leben von einer Staffel entscheiden. Daher habe ich das auch mitgenommen, denn ich habe häufiger auch Probleme, diesen Wolken auszuweichen. Manchmal geht das ja auch gar nicht. Manchmal sind die so dicht beieinander, da kannst du ja gar nicht ausweichen. Ist interessant. 25%, Viertel weniger Damage davon, das ist schon geil. So, jetzt haben wir ein Skill. Verbesserte Reaktion ganz rechts. Ja. Zeit bis zum Angriff von euren Jägern minus 80%. Die Ankunftszeit wird um 50% erhöht und die Wirkungsdauer wird um 25% reduziert. Auch hier ein Skill, wo ich noch testen muss. Ja. Denn das Ding ist, ich habe mich gefühlt schon hunderte Male beschwert, dass meine Jäger nur doof im Kreis fliegen, während die feindlichen Flieger durch die Jäger durchfliegen und nichts wirklich passiert. Ich erinnere mich. Daher, Zeit bis Angriff ist cool. Das gefällt mir sehr. Muss man gucken, eben die Ankunftszeit ist hier das große Manko, denn man muss planen, man muss vorher schon wissen, in etwa welches Ziel greift der feindliche CV an, wo setze ich die. Also es kann nicht, oder es wird mit dem Skill nicht funktionieren, dass man die setzt, während der feindliche CV schon angreift. Das ist dann viel zu spät. Und die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials minus 25%, also der Skill oder das Verbrauchsmaterial wirkt 1 Minute. Mit der Fähigkeit hier dann 45 Sekunden. Und da muss ich aber sagen, wenn eure Jäger direkt angreifen können, direkt ein Ziel haben, was sie irgendwie mitnehmen, direkt das Ziel verfolgen und abschießen, dann wirkt dieses Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials minus 1/4, wirkt gar nicht mehr so stark rein, weil eure Jäger sind schon weg. Eure Jäger machen ihre 6-7 Kills, hauen dann wieder ab. Also für alle, die es nicht wissen, pro Jägerflugzeug könnt ihr ein feindliches Flugzeug abschießen. Sprich, wenn eure Staffel aus 6 Jägern besteht, könnt ihr 6 Flugzeuge abschießen. Wenn diese 6 Flugzeuge abgeschossen wurden, fliegen die Jäger wieder nach oben und hauen ab. Echt? Ja. Okay, das war mir auch neu. Also eure Fähigkeit kann sogar noch aktiv sein, aber die Jäger haben halt ihren Job erfüllt und müssen, keine Ahnung, neue Munition laden. Nach einem Abschuss, pro Flugzeug. Pro Flugzeug, nicht pro Staffel, pro Flugzeug. Okay. Interessant. Daher sehr spezieller Skill. Sehr speziell. Ich habe es jetzt erstmal mitgenommen, weil, wie gesagt, ich habe mich schon so oft beschwert, dass die Jäger
gefühlt gar nichts machen und einfach nur weiter doof im Kreis fliegen, bevor sie sich dann endlich mal entscheiden zu verfolgen. Daher für mich könnte das was Cooles sein. Muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, der Bereich wird auch ein Viertel weniger, also ein Viertel von der Dauer weniger gespottet, falls ihr das damit spotten wollt. Ja, das stimmt. Ne, das wäre auch noch, was man bedenken müsste. Also das ist eher was für erfahrene CV-Spieler. Das wäre jetzt kein Must-Have, wo jeder Laie das jetzt unbedingt mitnehmen sollte. Da wäre das mit den Annäherungszünder wahrscheinlich sogar noch besser. Aber wir sind ja hier noch nicht fertig, Nere. Was haben wir denn noch? Nee, jetzt kommt für mich der große Nerf für mich persönlich, denn Tarnungsmeister ist weg. Wir haben stattdessen jetzt die verborgene Bedrohung. Erkennbarkeitsreichweite des Schiffs -15%, Ladezeit vom Schadensbegrenzungsteam -20%, aber die Geschwindigkeit von euren Flugzeugstaffeln, die zurückkehren, wird um 50% reduziert. Au! Das ist ordentlich. Ohne Skill habe ich jetzt mit der Akurio 15,2 Kilometer Erkennbarkeit zu Wasser. Das ist heftig. Mit dem Skill komme ich auf 12,9. Aber eben auch hier, was man jetzt nicht direkt an den Stats ablesen kann, wie wirkt sich diese Geschwindigkeit aus, dieser Geschwindigkeitsmalus. Auch hier würde ich sagen, wie du eben beim letzten Skill schon meintest, ein Skill eher für die Erfahrenen, die schon einschätzen können, wie viele Flugzeuge habe ich, wie viele Flugzeuge verliere ich, kann ich meine Flugzeuge noch, habe ich noch Staffeln, die ich nutzen kann, oder muss ich warten? Wenn ich warten muss, dass die zurückkommen, also wenn ich meine Flugzeuge wirklich so schnell und so schnell angreife, dann würde ich sagen, lass den Skill weg. Wenn ich aber weiß, ich habe noch genug Flugzeuge im Hangar, ich weiß, wie ich die mit denen arbeiten kann, ich nutze die irgendwie anders, ich spotte jetzt erstmal nur eine Weile und warte, bis die anderen Staffeln zurückkommen, dann auf jeden Fall mitnehmen, denn 15 Kilometer ist übel. Also ein ja, DD wenn da mal, deckt ja, ja, euch. Wenn da doch einer mal irgendwie den Rappel kriegt, euch irgendwie zu handen. Muss ich auch sagen, ist auch wieder ärgerlich, das sorgt ja eher wieder dafür, dass Krom sein Spielstil in den CVs unterstützt wird, dass du das weglässt, diese 4 Punkte lieber Damage irgendwie mitnimmst und dafür aber halt zum Kartenrand fährst. Wenn aber, ja, na, aber ich sag mal so, wenn Krom, jetzt gehen wir mal von Krom Spielstil aus, er skillt das und meckert dann, dass er keine Staffeln mehr hat, weil die alle 13 Kilometer entfernt zurückfliegen müssen, weißt du, und super langsam sind. Mhm. Und dann kann er nichts machen. Also so oder so, entweder ist er unsichtbar und kann nichts machen, oder er ist sichtbar, aber seine Staffeln kommen halt schnell zurück. Das wird halt auch wieder, du musst dich gut positionieren. Wenn du den Skill weglässt und dich an der Insel stellst, ist dir deine Erkennbarkeit zu Wasser scheißegal, weil du hast eine Insel davor. Das stimmt. Wenn du Ozean hast, sieht es wieder ein bisschen anders aus als Karte. Also auch hier wieder sehr speziell das Skill, ne? Ich habe es jetzt mal mitgenommen, aber als Alternative hätte ich gedacht, wahrscheinlich den Annäherungszünder mitnehmen, weil mir der von den offensiven Fähigkeiten doch noch am besten gefällt. Der spricht mich persönlich auch an, weil die Torpedos hier ganz schön wehtun. Dazu der Wassereinbruch dann immer noch um 10%. Ich habe letztens 8 von 8 Torps gefressen von irgendeinem CV. Das war ganz schön übel, wenn man bedenkt, dass jeder, der noch 10% mehr Damage gemacht hätte. Alternativ dazu, wir müssen ja auch keinen Vierer-Skill nehmen. Natürlich die Flugzeugpanzerung, eben die Verringerung des kontinuierlichen Flugabwehrschadens in der dritten Reihe, der vierte Skill. Und dann hat man noch einen Punkt für einen Einer-Skill übrig. Irgendwie die Motorleistung erhöhen, das ist euch überlassen. Das ist interessant. Also auch hier tatsächlich wieder verschiedene Spielstile. Ihr müsst selber abwägen, was ihr so macht. Ich muss sagen, der offensive Part ist mir glatt ein bisschen zu wenig, was man hier skillen kann. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Hier geht es eher darum, wirklich überleben oder irgendwie Spielstil ändern, Radius mit aufdecken und sonst wie was. Ich hätte gedacht bei den Skills, dass sie da mehr auf den Damage eingehen. Weil gerade wir haben die Raketen, wir haben die Bomber, wir haben die Torpedos, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben HE-Bomben, wir haben AP-Bomben, AP-Raketen, so viele verschiedene, weißt du? Nach dem jetzigen Feedback zu CVs, dass die CVs zu stark sind, willst du bei den Skills noch reinmachen, dass die noch mehr Schaden machen? Ja, umso wahrscheinlicher ist, dass die irgendwann ganz wegkommen. Ja. Okay, meine Freunde, damit haben wir unsere Grundskillung. Ich habe jetzt hier sogar noch 2, die ich verteilen kann, also theoretisch 4 Points. Nehmen wir das jetzt noch mit, sind wir genau bei 19, nee Quatsch, sind wir gar nicht bei 19, sind wir genau bei 21. So im Groben würde wohl eine Skillung dann aussehen bei diesem Skill. Da wusste Nere selber noch nicht so genau, mir verbesserte Reaktion mitnehmen oder nicht. Sprich, die 4 Punkte könnte man noch anderweitig dann verteilen, dass man hier flinke Aale noch mitnimmt oder Sprengmeister, je nachdem welchen CV ihr auch spielt. Wenn ihr bei euer CV Kack-Torpedos hat, dann könnt ihr das ja hier auch weglassen. Also müsst ihr selber ein bisschen, wie gesagt, nachdenken.
Ich werde das jetzt hier einfach mal, nee, meistern kann ich das so gar nicht. Ich werde das einfach mal so jetzt meistern, dass wir jetzt hier im Groben so die Skillung haben. Und eure Meinung zu dieser Skillung gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr da so schreibt, ob bei den Skills, was ihr davon haltet, wie die jetzt so umgewandelt sind, etc. Wer anders geskillt hat oder wer für bestimmte CVs coole Ideen hat, was die Skillung angeht, Besonderheiten etc., gerne auch in die Kommentare. Weil viele, die dieses Video jetzt hier finden und angucken, werden 100% die Kommentare lesen und ihr sorgt dann dafür, dass das Video einfach qualitativ noch hochwertiger wird. Und das ist cool. Fazit, Nere, für die CVs? Möchtest du auch kurz einen kleinen Einzeiler? Ich hätte gesagt, sind von der Kapitänskillung gut weggekommen. Das also gefällt mir lassen. Von den rein von den Skills jetzt, die DD ist natürlich Platz 1, weil von der Spielweise her finde ich da manche Skills einfach ziemlich cool. Und eben durch die Abfangjäger, dadurch, dass man auch so ein bisschen nachdenken muss, hat das schon was. Ihr habt's gehört. Ihr habt's gehört. Nachdenken ist cool, auch im Jahre 2021. Bewerten nicht vergessen, fleißig kommentieren und dann sehen wir uns schon bald wieder.